Ich will tatsächlich auf Vers 12 eingehen, weil Vers 12 oftmals bei vielen ein Angstvers ist. Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Oder bewirket eure Rettung mit Furcht und Zittern. Was mir heute wichtig ist, deswegen habe ich das davor auch gelesen, was mir heute wichtig ist, das Thema. Wie erkenne ich, ja, ich muss es mit meinen Worten sagen, auch wenn es nicht ganz erklärt immer ist, was ich sage. Wie erkenne ich, wenn jemand mir was aus der Bibel sagt und sagt, das musst du jetzt tun? Steht ja in der Bibel. Und wie erkenne ich, dass ich das dann trotzdem nicht tun muss? Wenn mir jemand sagt, ja, aber das ist ja biblisch, das steht ja in der Bibel. Das sollen wir ja so tun. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht mehr in diese Enge getrieben werden. Ja, das gibt es sehr viel. Oder man treibt sich selbst auch in die Enge. Kennen wir beim Bibellesen, dann kriegt man manchmal so einen Schock und denkt, ja, so bin ich ja noch nicht. So, schön, dass das in der Bibel steht. Ich glaube Gott auch alles, aber in meinem Leben sieht die Welt anders aus. So. Und dann manchmal, also auf jeden Fall bei mir in den ersten Glaubensjahren, hat es mich dann immer echt niedergedrückt. Und ich einfach dachte, schnell weg damit, ich lese lieber was anderes in der Bibel, was Schöneres, wo Gott mir was Nettes erzählt. Ja, so habe ich das früher gemacht. Ich habe dann einfach lieber was anderes gelesen. Aber ich dachte, nee, muss ich nicht haben. Ja? Und diese Stelle ist ein extrem gutes Beispiel dafür, für einen starken Angriff, nämlich bewirke deine Rettung mit Furcht und Zittern. Deine Seligkeit, deine Rettung mit Furcht und Zittern. Und ich sag dir, da draußen laufen Tausende und Abertausende rum, die dir an dieser Stelle predigen würden, guck, dass du in den Himmel kommst. Halt dich dran. Gib dir Mühe. Sei liebevoller. Sei gnädiger, gib ab oder letzte Woche, verkaufe alles, was du hast. Und gleich kommt dann so ein Kampf. Oh, ich habe sogar ein eigenes Haus. Was mache ich denn jetzt? Und schon hänge ich in tausend Gedanken drin. Und entweder versuche ich mir selber einzureden, das ist alles ganz anders gemeint. Aber man merkt immer, dass man nach Hause geht oder wenn man dann die Bibel zuschlägt, man merkt immer, dass es sehr unbefriedigt ist. Ne? Zum Beispiel letzte Woche, ne? Verkaufe alles, was du hast, oder der Schatz im Acker, und er verkaufte alles und kaufte damit den Acker. Aber ohne Liebe ist das alles nichts. Diese Stelle lese ich immer wieder in den letzten Wochen. Du bist nah dran. Du bist sehr nah dran an der Wahrheit. Genau das ist der Punkt. Ja? Aber ja, damit kann man sich zum Beispiel ziemlich gut helfen. Es gibt eine Stelle, die sehr hilfreich ist, und die ist im Korinther 13. Ja? Wo Paulus beschreibt, 1. Korinther 13, 13 wahrscheinlich, oder ein bisschen davor, sowas um die Kante. Da beschreibt Paulus, ich kann allen Glauben haben. Ich kann sogar mein Leben für andere hingeben. So richtig mit Einsatz. Ne? Verkaufe alles, was du hast, und gib dein Leben auf. Sowas würde Jesus immer erzählen wollen. Ne? Gib dein Leben auf, lass alles hinter dir, lass die anderen deinen Papa begraben. Ne? Solche Stellen gibt es hunderte, wo wir dann wieder da stehen und sagen, oh, das hört sich aber so hart an. Ne? Und eine Stelle, wie man sich helfen kann, zum Beispiel, was du sagtest, ist, wo steht in 1. Korinther 13, und selbst wenn ich meinen Leib brennen ließe, also voll
Es gab einen Menschen im KZ, ich habe den Namen vergessen, vielleicht hieß er Kolping. Ich weiß es nicht. Und die mussten sich wieder Reihe aufstellen und dann ab in den Gasofen. Und neben ihm war einer, der war, egal, ich weiß nicht, wer das war, ein Kind oder irgendjemand auf jeden Fall, der war fix und fertig, weil die wussten, da gehen wir jetzt gleich rein und dann ist es vorbei. Gas, Vergasung. Und er war aber noch nicht dran und er hat dann den Platz von diesen Personen eingenommen. Von diesem ängstlichen Typ, ob das Kolping war oder jemand anderes. So, weil der, und dann war die Reihe wieder abgesteckt und dann war der eben noch nicht dran. Ob er danach drin war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat dieser Mensch den Platz von diesem eingenommen. Ja? Und ja, es ist eine wichtige Erzählung. Zum Beispiel auch bei Kain und Abel. Ja? Beide opfern Gott etwas. Also, das heißt, die wussten, das ist so der Standard, mit Gott umzugehen. Und dann heißt es aber in der Bibel, also es sind so die Kinder von Adam und Eva oder so, ne? Und dann heißt es aber in der Bibel, Gott sah das Opfer von Abel wohl an, also toll, und von Kain nicht. Und ich habe tatsächlich Menschen getroffen, komm, ich bin nie auf die Idee gekommen, aber ich habe schon Menschen getroffen, die haben gesagt, naja, der Abel hat ja Fleisch. Der Kain hatte ja nur Früchte. Und Gott will ja Fleisch. Ich habe tatsächlich Menschen getroffen, die das sagten als Erklärung. Ich bin nie auf so eine Idee gekommen. Ich habe immer gleich gemerkt, nee, das muss was anderes sein. Und es ist tatsächlich was anderes. Also Vegetarier, seid beruhigt, auch ihr seid geliebt. Ihr dürft auch Früchte Opfer bringen, das geht schon in Ordnung irgendwie. Ihr braucht eigentlich gar keins, aber egal. Nein. Es steht später im Neuen Testament, im Hebräerbrief steht, dass Abel mit Glauben geopfert hatte und Kain nicht mit Glauben. Äußerlich sah alles gleich aus. Du wirst in deiner Gemeinde oder in deinem christlichen Umfeld immer Leute treffen, die sich, wo du sagst, ja, die verhalten sich doch alle gut. Alles okay so. Na, guck mal, die hat sogar ein Kopftuch an. Oh, super. Ja, ha, wenn du drauf stehst jetzt, als Frömmigkeitsdarstellung, oder du bist eine Frau, die für sich das so eins zu eins nimmt, wie Apostel Paulus das vorschlägt, dass die Frauen ihr Haupt bedecken sollen, dann hättest du das dann nochmal eine Spur für mehr frömmig, für mehr gläubig. Aber du kannst es nie bewerten. Und deswegen mir geht es darum, dass wir nicht drauf reinfallen. Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, es geht vor Gott immer nur um mich. Gott fragt nie, Dagobert, wie schätzt du denn den Glauben von Andrea ein? Das macht er nicht. Immer wenn der sich vor mich stellt, dann sagt er, Dagobert, wie sieht dein Glaube aus? Wo stehst du gerade? Welche Dinge tust du gerade, wo du genau weißt, da hast du kleine Hintergedanken? Da versuchst du, du machst nichts Verkehrtes, du machst tolle Sachen, du singst hier schön deine Lobpreislieder, aber es gab Abende, da hast du ganz schön geguckt, dass das so geil war, dass die Leute dich geil finden und nicht für mich gemacht. Boah, als ich das erste Mal im Kirchengebäude hier in Kreding ein Lied gespielt habe, dann kamen nachher alle Studenten zu mir, ich habe schon 100 Mal erzählt, na, so kennst du die Geschichte vielleicht noch. Dann kamen alle Studenten nachher zu mir, ne? Ich habe da so einen Blues mit einem alten Kirchenlied von Blumhardt. Das Jesus-Sieg bleibt ewig ausgemacht, habe ich verbluest mit einer anderen Melodie. Da vorne voll abgezockt. Nachher kamen alle Studenten zu mir, das war toll, super. Und ich merkte, wie Gott in mir sagte, Dagobert, wenn ich das Lied gespielt hätte, hätte ich alle erreicht. Du hast nur die Jugend erreicht. Und ich wusste, das war
falsch, wie ich es gemacht habe. Also nichts gegen Blues und Action und mal ein bisschen auch ein schön filigranes Spiel reinbringen. Darum, das ist es nicht. Es geht nicht um die Äußerlichkeit. Es geht übrigens nie um die Äußerlichkeit. Wenn du deine Bibel wirklich verstehen willst, denke nie, dass es um irgendwas Äußerliches geht. Jetzt kommen wir zu deiner gern gemachten Aussage. Ich sage es nur ein bisschen anders. Es geht darum, wie dein Herz aussieht. Das heißt, auch bei dieser Stelle, jetzt in Philipper 2, Vers 12, macht eure Rettung sicher mit Furcht und Zittern. Geht es um keine Äußerlichkeit, um nichts, was du tun sollst. Du sollst nicht dich zittern, ob du alles richtig gemacht hast heute, ob mein Tag gut gelaufen ist, ob Gott das einigermaßen gut findet und sonstige Sachen. Das ist nicht die Frage. Macht eure, und deswegen habe ich das mitgelesen, was davor steht. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ging ans Kreuz, verließ die Herrlichkeit. Ja? Und danach wird es noch detaillierter und detaillierter und detaillierter. Und dann kommt, macht eure Seligkeit sicher mit Furcht und Zittern. Ja, der sagt doch jetzt nicht, dass ich mich um meine Errettung kümmern könnte im Sinne von, ich muss mehr hingebungsvoll sein, ich muss noch mehr verkaufen, ich hänge noch an diesen Dingen fest und jenes. Ich weiß, das hört sich für den einen oder anderen von euch gefährlich an. Doch, das könnte es doch vielleicht bedeuten, Dagobert. Nein. Warum nicht? Weil diese Stelle ist eigentlich, wenn man sie im Zusammenhang mit dem Kreuzestod Christi sieht, macht eure Errettung, eure Seligkeit sicher mit Furcht und Zittern, dann heißt das, mach es sicher, dass es vom Kreuz kommt und nicht von dir. Mache es sicher, dass deine Errettung vom Kreuz kommt und nicht von dir. Warum? Du kannst massenhaft, ich habe dich ja letztes Mal bei unserem Treffen ganz schön geschockt, da haben wir über Spiritualität gesprochen. Und es gibt eine Spiritualität in dieser Welt, da haben Christen nicht mal ansatzweise so viel geistliche Erfahrung. Und zwar eine Spiritualität ohne Jesus, ohne Gott. Und die Leute können hier rumschweben. Die können im Geiste von Aachen nach Kanada sich mit anderen Leuten treffen. Das nennt man Channeling. Also diese ganze Welt und die Spiritualität und das Ganze in den himmlischen Gefilden und wieso sollen die unter der Erde übrigens bekennen, dass Jesus der Herr ist und ihre Knie beugen? Kam nämlich auch in unserem Text vor. Da merkst du, das kann nicht hier unter der Erde gemeint sein. Du merkst, hier geht's um was nicht Dinghaftes. Hier geht es um dein Menschsein, unabhängig von deinem körperlichen Menschsein. Sondern um dein Mensch. Natürlich sollte ich das ausdrücken, auch in deinem körperlichen Mensch sein. Natürlich sollst du mit dem Körper, du kannst mit äußerlichen Dingen kannst du tarnen, wer du innen drin bist. Aber das, was du innen drin bist, wird sich immer äußerlich zeigen. Und würdest du tatsächlich ein reines Herz von dem Herrn Jesus bekommen, wäre es unmöglich, dass du äußerlich dich anders verhieltest als rein und heilig. Und das ist das Tolle, das ist diese herrliche Botschaft. Nochmal, mach deine Errettung sicher mit Furcht und Zittern. Mach sicher, dass deine Errettung vom Kreuz kommt und nicht von dir. Mach sicher, dass deine Errettung, aber auch dein tägliches Leben, die Hingabe, mach sicher, dass die Hingabe von ihm herkommt. Dass er dich bewegt dazu. Und praktisch nochmal, Anfangsbeispiel, mach sicher, dass Leute dich nicht in die Enge drängen. Weil nichts Äußerliches hat den Anspruch, von dir ein Verhalten zu fordern. Der Herr hat den Anspruch. Aber dann bringt er dir auch die Kraft mit. Und wenn du es gerade nicht drauf hast, kannst du sagen, mag richtig sein, lieber Bruder, liebe Schwester, was du da gerade sagst. Scheint nicht mein Wort für den Moment zu sein. Ja, aber steht ja in der Bibel.
Ich muss es vor meinem Herrn prüfen, nicht vor dir. Und niemand hat den anderen zu bewerten. Ja, aber das musst du. Nein. Mache sicher, dass deine Spiritualität, dein Gläubigsein aus dem kommt, was Jesus zuvor bewirkt hat. Vielleicht lesen wir noch den Vers danach, der erklärt eigentlich alles und dann bin ich schon wieder durch. Mach mal ganz laut hinter dem 12, denn dann ist das, was ich gesagt habe, macht das nochmal alles, fügt es alles zusammen, ja? Ganz laut. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und die Gemeinde sagt, Amen. Selig werdet mit Furcht und Zittern. Jawohl, das reicht. Ich will tatsächlich auf Vers 12 eingehen, weil Vers 12 oftmals bei vielen ein Angstvers ist. Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Oder bewirket eure Rettung mit Furcht und Zittern. Was mir heute wichtig ist, deswegen habe ich das davor auch gelesen, was mir heute wichtig ist, das Thema. Ist, wie erkenne ich, ja, ich muss mitmachen.